Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Der nächste Körper, den wir uns in dieser Playlist anschauen, ist der Zylinder. Ne? Genau. Zunächst erstmal, was ist ein Zylinder? Das ist eine Dose oder ein Fass. Man hat im Endeffekt eine kreisförmige Grundfläche und oben auch. Das ist miteinander verbunden. Genau. Ja? Seht ihr? Wir haben hier einen Radius und wir haben eine Höhe, das ist wichtig. Die definieren im Endeffekt den Zylinder schon. Wenn man das aufklappt, würde das so aussehen. Ja. Ja, wenn man den sozusagen einmal aufschneidet, das ist sozusagen der Mantel. Ja, wenn man dieses, das ist ein Rechteck, wenn man das verbindet, hat man sozusagen die Mantelfläche und dann haben wir hier oben zwei Kreise, das sind die Deckel und Boden. Genau, ihr seht hier auch ganz gut, die Länge des Rechtecks ist genauso lang oder genauso groß wie der Umfang des Kreises. Ne? Genau. Muss auch sein. Genau. Und dann ist vielleicht noch so im Alltag oder diese Anwendungsaufgaben, ja, ganz oft wird eine Dose genommen oder ein Fass oder ja, solche Sachen werden halt genommen und dann wird gesagt, ja, das ist annähernd ein perfekter Zylinder und dann muss man damit rechnen. Aber das werdet ihr. So, wie rechnen wir mit dem Zylinder? Volumen erstmal, Grundfläche mal Höhe, ne? Und die Grundfläche ist halt ein Kreis und der Flächeninhalt eines Kreises, den berechnen wir mit Pi r Quadrat. So, also können wir schreiben, Pi r Quadrat mal h ist das Volumen des Zylinders. So. Genau, dann haben wir noch die Oberfläche. Da ist es hilfreich, das so aufzuteilen, wie wir das eben gezeigt haben, dass man das aufklappt, dass es sozusagen auf einer Fläche ist, zweidimensional. Und hier sehen wir, man hat einmal einen Kreis oben, einen unten. Das ist sozusagen der Boden und der Deckel. Das ist 2 mal Pi r Quadrat. Also Pi r Quadrat ist 1 und das mal 2, wenn man es zweimal hat, plus diese Fläche hier. Und diese Fläche, das nennt man die Mantelfläche, die wird auch ganz oft gefragt sein, rechnet man aus, indem man 2 mal Pi mal r, ist nämlich diese Seite, die ist nämlich genauso lang wie der Umfang von diesem Kreis, ja, mal die Höhe. Und das nennt man den Mantel. Und das nennt man 2 mal die Grundfläche. Deswegen findet man diese Formel auch ganz oft. Genau. Ja. Rechnen wir ein bisschen damit. Genau. Ja. Jetzt eine Aufgabe. Pausiert mal. So, wie geht man zuerst vor? Wir rechnen erstmal, wir schreiben uns erstmal natürlich erstmal auf, was gegeben und was gesucht ist. Und wenn wir sehen, was gegeben ist, sehen wir, dass nicht alle Einheiten gleich sind. So, also erstmal Einheiten umrechnen. D ist 40 Dezimeter. Das ist der Durchmesser, ne? Ja, genau. Das umrechnet in Meter ist 4 Meter. So, das mussten wir halt machen, weil wir sehen, okay, H ist 5 Meter. Oder wir hätten auch H umrechnen können, Dezimeter. Ne? Aber wir haben das mal so gewählt. Und genau, wichtig ist, der Durchmesser interessiert nicht, interessiert aber der Radius. Wir brauchen in den Formeln den Radius. Also den Durchmesser bitte einmal durch 2 teilen, dann haben wir den Radius. Genau. Und dann ist es eigentlich recht easy, einfach nur einsetzen, ne? Ja. Ne? Volumen Pi r Quadrat mal H einsetzen. Achtet darauf, dass da ein Kubikmeter rauskommt. Ja. Volumen ist immer Kubik oder hoch 3. Genau, und bei der Oberfläche setzen wir auch einfach ein. Ne? Für R2 und für H5. Geben so einen Taschenrechner ein und kriegen 88 Quadratmeter aus. Ungefähr, ne? Genau. Gut. Dann nächste Aufgabe. Hier müsst ihr ein bisschen mehr überlegen, was gegeben ist, was gesucht ist. Genau. Probiert's mal, ne? Ja. So, wir sehen, wir haben den Durchmesser gegeben, wir haben die Höhe gegeben und gesucht ist aber in unserem Fall der Mantel. Die Klebefläche ist gesucht. Das muss man halt hier verstehen. Ja? Ja, genau. Genau, wenn wir weitergehen, sehen wir, haben wir ineinander umgerechnet, den Radius, Höhe, Mantelfläche, 2 Pi r mal h einfach eingesetzt. Das ist dann nicht mehr so schwierig einsetzen, aber wichtig ist, dass man erkennt, dass die Mantelfläche gesucht ist. Ja? Genau, das ist ganz wichtig. Ja, im nächsten Video. Machen wir nochmal, gehen wir nochmal weiter, noch ein, nochmal 2 Aufgaben machen wir dann. Genau. Und dann sind wir mit Zylinder durch. Dranbleiben, ne? Ciao. Ciao.